Ja. Die Tage vergehen wie im Flug und fleißig verdinge ich mich hier, habe meine Arbeiten, die mich davon abhalten, mein altes Leben und diesen Übergang zu sehr zu zerdenken. Und ich habe auch ein klares Ziel vor Augen. Und jetzt werde ich erst einmal schauen, ob ich nicht vielleicht dem Schmied ein Eisenbarren oder direkt schon die anderen Sachen abbringen kann. Würde ich zumindest. Gary, ich würde mich mal daran erinnern können, dass wir hier noch einen Gastling haben. So. Ja, schön saftig aus der Hüfte. So, mein Freund. Ich muss diesen Türstieg echt noch mal ein wenig höher setzen. Ich komme da ab und zu noch an. Hier ist auch nichts mehr frei. Wo möchtest du denn liegen? Meinst du, du hast dir da schon was ausgesucht? Na komm. Wenn es denn sein soll. Mit Durchgangsnische? Mit zwei Durchgangsnischen? Ja, ich warte mal ab. Vielleicht nutze ich das doch eher nochmal für Verzierung. So. Wir gehen schön tief. Wunderbar. Dein neues Zuhause, Ferdinand. Und dass mir keine Klagen kommen. Jorik, ich gucke dabei in deine Richtung. So. Mit ein wenig Geld in der Tasche und einer neuen Forderung gegenüber unserem lieben Herrn Roderick geht es in die Stadt. Schritt, Schritt, Trab, Trab. Hallo, hallo, ich weiß, ich muss euch aus dem Weg gehen. Ruppiges Volk. Ah, mal wieder im Dead Horse. So. Roderick, ich habe hier mal wieder was für dich. Rogi Pear. Yep. Und macht's gut. Ist heute vielleicht ein Spieltag für dich? Arr, so ein Pech. Nicht heute. Okay, mein Freund. Aber ein andermal. Ich komme noch wieder auf dich zurück. So, jetzt ist es natürlich schon echt spät. Ah, du stehst noch draußen, du stehst noch draußen. Komm, lass uns handeln. Und jawohl, da sehe ich es. Ich glaube, ich nehme einen Eisenbarren. Obwohl, wie viel kaufe ich denn hier? Ein einziges kostet mich 60. Damit komme ich nicht weit. Aber hier. Wunderbar. 80. Brauche ich vielleicht einen zweiten? Eigentlich brauche ich keinen zweiten, oder? Aber wo ich schon mal hier bin, kommt nämlich noch ein zweiten mit. So. Sehr, sehr schön. Mal gucken, dass wir das alles auf den Weg kriegen, denn ich habe die Befürchtung, ein Schleifstein, wenn meiner kaputt geht, kann ich mir so schnell nicht leisten. Und dann könnte ich nur noch Geld verdienen über den Friedhof. Ich könnte ja nicht mal was ausheben. Inquisitor. Okay, es regnet heute. Also hoffe ich, dass heute niemand den Feuertod fand. Bisschen Blumen pflücken und am Rand liegen lassen. Wollte ich denn hier wollte ich das verarbeiten zu Eisenstücken.
Zack. Natürlich. Wir haben hier nochmal den Eimer Wasser. Den brauchen wir nicht andauernd mit uns rumschleppen. Auch die Fledermausflügel lasse ich mal hier. Und das Fleisch. Ist immer noch alles gut. Alles noch genießbar. Wieso habe ich eigentlich noch 7 Rübensamen? Davon nehme ich nochmal 4 mit. Und sehe die aus. Oh. Ich sehe, ich sehe. Und ich ernte. Ernteabfall. Weizensamen. Sehr schön. Zusammen mit, ja, selbst 2 Kohlsamen reichen aus, dass wir uns wieder um Aussaat bemühen können. Sehr schön. Ernteabfall kommt weg. Weizen lagern wir auch noch mal ein. Weizensamen nehmen wir uns noch einen mit. So, Kohlsamen 2. Dann war es ja doch nicht vergebens, diese merkwürdige Menge von 7 zu nehmen. Gut. Und oh Gott, habe ich tatsächlich die Nacht zum Tag gemacht? So schnell kann es gehen. Schleifstein. Nein, den brauche ich nicht. Ich habe die Sachen gefertigt. Genau, jetzt den Ofen. Den Ofen. Da fehlt mir noch genau das Doppelte. Aber wir haben ja 2 gekauft. Vorausschauend. Und ein Holzstück. Das werde ich jetzt nicht mehr verbringen, dieses Werk. Und ich finde auch der Mondtag, das ist so ein Tag des Müßiggangs. Der Tag tröpfelt so langsam dahin. Ja, da kann man sich auch schon mal zur Mittagszeit hinlegen. Oder habe ich noch etwas, was mich jetzt beschäftigt? Ah, hier sehen wir auch gleich den Inhalt unserer Kiste, unseres Holzlagers. Angenehm. Man könnte Sachen verkaufen, aber ich denke, das ist schon in Ordnung so. Nein! Ein Friedhofswärter, der darf auch mal des Nachtens wach werden und sein Werk beginnen. Ich bin nicht müde. Kurz vor Mitternacht. Das ist doch die Zeit, wo man wunderbar arbeiten kann. Wo man einfach Ruhe hat vor den Bedürfnissen anderer. So, vielleicht ein wenig unpraktisch. Mal gucken, ob ich hier jeden Schlag gut setze. Aber das ging ja ausgezeichnet. Holzscheite. Und die werden zum Schaffen und Arbeiten genutzt und nicht um irgendjemanden auf den Scheiterhaufen zu legen. Und jetzt habe ich alles beisammen, um mir diesen gigantösen Ofen zu bauen. Ja, und dort unten passt er hervorragend hinein. Dann wollen wir noch mal im ersten Morgengrauen dich hier ausheben. So. Und nun schrauben wir dich mal zusammen und hämmern und meißeln. Das ist ein ganz schönes Stück Arbeit.
So. Und die Scheite. Und das alles nah beieinander. Wunderschön. Ah. Gut. Wir brauchen Brennstoff von Stöcken. Können wir hier ablegen. Dadurch wird ja es immer weiter aufgefeuert. Und dann können wir unseren Eisenbarren hier hineinlegen, der jetzt langsam im Laufe des Tages sich erhitzt und dann aus den... Ja, wie funktioniert es eigentlich? Ich denke, die Hitze löst die Materialien und die Schlacke. Die Schlacke fließt ab und das hochwertige Material löst sich später. Und dann filtrieren wir das, lösen das und gießen es in einen Eisenbarren und können dann damit endlich unsere eigenen Scharniere herstellen. Aber das sieht so aus wie Arbeit, die ein wenig Zeit in Anspruch nimmt. Und wir haben Zeit. Dann pflanzen wir wieder an. Pflanzen. Ach, er hat sich sogar gemerkt, dass hier die Kuh, die Kartensamen lagen. So. Ich glaube, 2 Karottensamen habe ich auch noch liegen. Karottensamen. Wunderschön. Und so langsam strecke ich meine Hand in jede Richtung aus. Ein klein wenig Eisenwerk, Holzbearbeitung. Wir pflanzen unsere eigenen Gemüsesorten an. Ja, ich würde sagen, ich bin so gut wie angekommen, wenn ich jetzt noch endlich den Stempel erhalte, um mein Fleisch verkaufen zu können. Und in welche Richtung soll ich mich jetzt entwickeln? Also ich muss ja sagen, dass das Schwingen des Schwertes mir wahnsinnig viel Spaß und Freude bereitet, auch wenn es sehr martialisch ist. Vielleicht kann ich da noch ein wenig mehr auf die Beine stellen. Aber das ist, glaube ich, eher für später. Vielleicht sind auch noch wertvolle Erze irgendwo zu finden. Nein, ich denke, erst einmal schaue ich mir an, ob ich es nicht vielleicht doch schaffe, aus diesen mir gelieferten Leichnamen ein wenig mehr herauszuholen. Wenn ich Gary nicht tauschen möchte, und so schweigsam wie er auch ist, zumindest meistens, schaue ich doch, dass ich mir lieber Schädel woanders besorge. So, aber... Okay, haben wir heute leider auch keine Lieferung erhalten. Dann, was soll's? Nehme ich mal, was ich jetzt bereits an Ertrag habe und präsentiere es stolz und bringe es unter die Leute. Beziehungsweise nein. Holzplanke, Holzreparatur. Planken können wir herstellen. Und zwar aus den Brettern. Die Bretter brauchen wir auch. Und Nägel. Nägel, nein, das hat momentan noch keine Priorität. Wie habe ich denn Holzmarkierung? Auch aus Nägeln. Nein. Okay, ich kann aber noch mal hier oben schauen. Nochmal mein Schwert! Ja! In diesen Leibern hier versenken. Kommt schon! Puh, okay. Ein anstrengendes Unterfangen. Das sollte man nicht unterschätzen. Ein bisschen verwundet bin ich auch.
So, es ist schon fast wieder Nacht. Dann komme ich doch in einen normalen Rhythmus. Ja. Ah, nicht auf die Seite legen. Ah, Ja, so kann ich schlafen. Ah. Ja, ich kann mich auch wieder bewegen. Also, ich habe das Gefühl, Blessuren heilen hier wesentlich schneller. Und früh im Morgengrauen. Oh. Immer noch nicht fertig. Okay. Das erfordert einiges an Geduld. Dann doch der Weg in die Stadt. Ich warte nochmal ab. Ich habe die Hoffnung, dass mir der werte Esel heute nochmal jemanden vorbeibringt. Hallo Schlange. 4 Scharniere. Wie viel bekam ich? Ich glaube, ich bekam 3 Scharniere aus einem. Ich brauche aber auch Balken. Dann können wir auf jeden Fall schon mal, ja, die Balken einmal fertig machen. Ging das hier? Planken. Okay, dann waren es, glaube ich, Planken. Brauche ich 2 Stück von. So. Vor doch so gut wie keine Arbeit. Bisschen abschleifen. Wunderbar. Gut. Das kann ich aber nochmal hier liegen lassen. Die Keile brauche ich erstmal auch nicht. Wieder Fledermausflügel beiseite. Habe ich denn so Mehl, Samen, Karotten sehe ich. Ach nee, Mehl wollte ich nicht verkaufen. Mehl möchte ich behalten. Weizen. Oder was sagen denn nochmal die Rezepte dazu? Wackelpudding, Honig, definitiv nicht. Der Honig, der geht noch wohin. Aufschnitt. Wäre für mich Teig aus Mehl und Wasser. Mehl kann ich herstellen aus dem Weizen. Eine Schüssel Sauerkraut. Ich vergaß. Ich wollte doch den ersten Ertrag dem Händler zur Verfügung stellen. Wo bist du denn? Jorik, Adam, Stempel. Ah, Kaufmann, nicht Händler. 12 Karotten, 12 Kohlköpfe und 12 Rüben. Und Schluck auf Gras. Huh, wo auch immer das zu finden war. Das ist mir bisher noch nicht untergekommen. 12 von jeder Sorte. Wir haben 6, 8, 6 und wir haben eine neue Aussaat. Gut, 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 gut. Gut, ich denke, ein wenig mehr Rohstoffe können es schon sein. Hier, der Baum hat die richtige Größe. Mit. Und du? In die Stadt gehen wir, sobald wir eine neue Leiche haben. Und da auch dann alles beisammen. Ach, und hier kann ich noch die Stümpfe entfernen. Ja, warum eigentlich nicht? Stein. Dum, dum, dum. Oh, jawoll. So. Und wir brauchen mehr Hitze. Viel mehr Hitze. Brennholz. Brennholz bringt uns die benötigte Hitze. Und Brennholz bekamen wir hier. Und 6 Brennholz. Dann machen wir mal 12.
Dann wollen wir doch mal sehen. Diese etwas dickeren Scheite sollten wesentlich besser brennen als die Stöcke. Und das gibt heißeres Feuer. So. Und dann klappt es auch mit der Schmelze. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Liegt da oben jetzt noch? Ja, dich nehme ich noch mit. Und dann werde ich mich auch wieder zur Ruhe begeben. Und in dieser Ruhe verabschiede ich mich dann auch noch einmal von euch. Es war ein sehr schöner, ertragreicher Tag. Langsam und fleißig arbeiten wir uns vorwärts. Und ich sage bis zum nächsten Mal.